Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Vortrag über Infrastructure as Code hier auf der BOP 2022. Wir schauen uns heute an, wie wir Infrastruktur, also wie wir Software auf Infrastruktur bringen, ohne dabei viel Handarbeit leisten zu müssen und das Ganze möglichst reproduzierbar und auch skalierbar zu bekommen. Und dafür kommen dann Tools zum Einsatz wie Terraform, die uns ermöglicht, Infrastruktur automatisch eben anzulegen. Dann schauen wir uns weiter an, wie wir die Infrastruktur konfigurieren können, ohne das von Hand zu machen. Schauen wir uns heute hier einen Ansatz mit Ansible an. Gibt es aber auch andere Möglichkeiten, wie zum Beispiel Nix oder Puppet, Chef und so weiter. Und zum Schluss möchten wir natürlich das Ausliefern der Software noch automatisieren. Das heißt, wir möchten Continuous Deployment, in unserem Fall mit GitHub Actions, uns anschauen. Ja, kurz be zu Beginn zu mir. Mein Name ist Tim Diegel. Ich bin seit 2007 hobbymäßig Programmieren und Entwickeln. Damals noch, wie viele von uns, anfänglich Webauftritte und Weblösungen mit PHP. Später im Studium kam dann relativ früh Serveradministration, also der Ops-Bereich und DevOps dazu. Das mache ich durchgehend seit 2012 in verschiedenen Bereichen. Ab 2016 dann hauptberuflich Softwareentwickler mit vielen funktionalen Programmiersprachen, unter anderem Elixir, aber auch Scala oder Clojure oder F-Sharp. Seit 2020 für und bei der NetzeBW tätig. Die NetzeBW, der Verteilnetzbetreiber in Baden-Württemberg für Strom, Gas und Wasser, haben manche von euch bestimmt schon mal gehört, aber viele vermutlich auch nicht. Also wir kümmern uns um die Infrastruktur, um die Netze, den Ausbau derer sowie der Betrieb. Haben natürlich dann eine große Aufgabe für die Versorgungssicherheit und in letzter Zeit vermehrt auch mit der Energiewende zu tun. Daher kam unter anderem auch das Projekt NetzLive. Ist das Projekt NetzLive entstanden, das ist in Elixir. Verschiedene Softwarelösungen für diverse Probleme bereitstellt. Es soll Teil der Digitalisierung natürlich sein und um nur einige Dinge zu nennen, möchte man Netzmodellierung natürlich erhalten, Netztransparenz und die zunehmenden Aufgaben der Energiewende softwaretechnisch natürlich stemmen. Ja, also fangen wir an. Infrastructure as Code. Was ist so eine klassische Problemstellung? Wir haben die Software fertig oder zumindest so weit fertig, dass wir sie betreiben können. Das heißt, wir fragen uns, was brauchen wir dafür? In der Regel Server oder Datenbanken oder Storage-Konten oder was auch immer. Wie macht man es heutzutage? Natürlich möchte man das gerne in der Cloud haben und überlegt sich, wie gehen wir jetzt davor? Klassischer Ansatz bisher war immer, wir haben unsere Software im Git, die Cloud-Infrastruktur, die wir jetzt dafür haben möchten, da gehen wir auf die Web-Frontends der großen Cloud-Infrastrukturanbieter, klicken uns dann das zusammen, was wir brauchen. Das wird dann für uns in der Regel in Minuten scharf bereitgestellt. Dann, wenn wir die Infrastruktur haben, müssen wir die entsprechend konfigurieren, das heißt, bei virtuellen Maschinen würden wir zum Beispiel per SSH uns darauf verbinden und entsprechend Infrastruktur für uns konfigurieren, dass die unsere Software dann betreiben kann. Ja, den ersten Ansatz, den wir jetzt hier anders machen wollen bei Infrastructure as Code, wir möchten das Web-Frontend, um die Infrastruktur anzulegen, nicht mehr benutzen. Weil händische Arbeit, die wir zeitgleich natürlich dann auch noch dokumentieren müssen, was wir da gemacht haben, immer fehleranfällig und auch zeitaufwendig wird. Das heißt, dieser Teil fällt weg. Jetzt ist die Frage, wie können wir den Teil dann übernehmen? Das heißt, wir möchten eigentlich das auch gern in unserem Git haben. Wir möchten beim Quellcode stehen haben, was für Infrastruktur wir für diese Software auch für den Betrieb benötigen. Das heißt, Git
übernimmt hier auch die Definition für den Betrieb und die Software und der Betrieb wächst enger zusammen. Genau, wir möchten jetzt in unserem Fall uns Terraform anschauen. Wie Terraform kann das bewerkstelligen, indem eine Handvoll oder eine Konfigurationsdatei im Git mit angelegt wird. Dort schreiben wir dann eben auf, was für Infrastruktur wir gerne benutzen. Und Terraform bedient sich dann der diversen APIs der Provider, wie zum Beispiel Amazons AWS oder Microsofts Azure, aber auch diverse andere kleinere oder mittelgroße Anbieter und legt uns hier dann anhand der Konfigurationsdateien, die in unserem Quellcode sind, die Infrastruktur über die API an und danach haben wir eben unsere Infrastruktur wie definiert zur Verfügung. So, schauen wir uns erst kurz an, welche Software wir jetzt für dieses kleine Demo denn betreiben möchten in der Cloud. Dazu habe ich eine kleine Elixir-Anwendung geschrieben, die Primzahlen berechnen soll. Dabei wird von 2 an hochgerechnet, also wird jede Zahl auf Primzahl überprüft mit dem Miller-Rabin-Test, der eben deterministisch feststellt, ob eine geprüfte Zahl eine Primzahl wird. Das geht am Anfang sehr zügig, wird am Ende allerdings zunehmend langsamer, weil für diesen Test hohe Potenzen berechnet werden müssen. Und so eine einfache Potenz, in Anführungszeichen bei großen Zahlen, dauert dann auch entsprechend sehr lange. Wir machen uns da die Erlang-Cluster-Fähigkeit zunutze, indem wir das dann entsprechend auf verschiedene Nodes aufteilen, die dann jeweils tausender Blöcke berechnen können. Das schauen wir uns mal kurz auf dem Rechner hier hinten an. Wir haben da eben einen Release gebaut, das wir mit 2 verschiedenen Konfigurationsdateien ausgestattet haben. Der erste wird der Main-Prozess sein, der uns unter anderem das Web-Frontend bereitstellt. Den starten wir mal hier mit einer Konsole und geben ihm den Namen Main. Damit die beiden sich gleich auch zum Cluster verbinden können, brauchen die beide das gleiche Erlang-Cookie. Deswegen definieren wir das hier mal zur Laufzeit. Und der hier hat jetzt unter anderem ein Web-Frontend gestartet, eine Phoenix Live View, der uns dann später die berechneten Primzahlen anzeigen wird. Hier passiert es noch nichts, weil wir noch keinen Arbeiter dem Cluster hinzugefügt haben. Deswegen starten wir jetzt nochmal einen Prozess mit dem gleichen Release-Cookie. Wie angesprochen, wird das jetzt das Worker-Release mit der Worker-Konfiguration sein. Der heißt dann auch Worker. Starten wir auch mit einer Konsole und geben denen den Namen Worker. Man hat hier im Log kurz gesehen, dass der den anderen jetzt auch schon gesehen hat und die sich verbunden haben. Gleich maximal innerhalb von 30 Sekunden wird dann der Gen-Server, der auf dem Main-Server läuft, sehen, dass wir einen neuen Worker haben und fängt jetzt an, für uns Primzahlen zu berechnen. Jede gefundene Primzahl wird dann zurückgegeben an den Main-Prozess, der wiederum das an unsere Phoenix Live View hier schickt. So, dieses Release möchten wir jetzt auf Cloud-Infrastruktur bereitstellen. Dazu brauchen wir erstmal natürlich die entsprechende Cloud-Infrastruktur, die wir uns jetzt mit Terraform definieren möchten. Dazu gehen wir, habe ich schon mal vorbereitet, einen Ordner Terraform und da machen wir auch einen Unterordner namens Prod. Wir werden das, also es empfiehlt sich immer, das pro Umgebung zu unterscheiden. Da wir hier jetzt aber nur eine haben, wird das für uns nicht so wichtig sein. Man bekommt dadurch trotzdem keine Code-Duplikation rein, weil man in der Regel eh mit Modulen arbeitet, behält sich dadurch aber die Flexibilität, manche Sachen zuerst auf einer Testumgebung entsprechend auszurollen. Ja, eine Terraform-Definition beginnt in der Regel mit einem Provider-Block, wo man einen oder mehreren Provider sich zurechtlegt. Wir in unserem Fall benutzen hier die Hetzner Cloud. Hetzner, einer der großen Serveranbieter in Deutschland. Und dafür gibt es dann eben auch entsprechendes Plugin, die Hetzner Cloud/H Cloud.
Und das hätten wir gerne in Version 1.32.2. Damit es funktioniert, braucht der Provider hCloud, den wir jetzt oben eben gesagt haben, dass wir den verwenden möchten, noch einen Zugangstoken, damit der weiß, in welchen Account der rein möchte. Und wir schreiben diese sensitive Information natürlich nicht hier direkt ins Git rein, möchten die deswegen zu Laufzeiten gerne übergeben und müssen deswegen hier eine Variable verwenden. Und die Variable müssen wir auch noch vorher definieren, um sie dann später verwenden zu können. Man kann das dann entweder als Comment Switch den Terraform-Befehl mitgeben oder aber auch den Weg, den wir machen werden, in eine Terraform vars Datei abzulegen. Und da werden wir dann gleich die Moment Terraform .tf vars, so muss das heißen. Sehen wir, haben wir jetzt schon gemacht. Hier steht jetzt quasi unser Token entsprechend definiert. Und das können wir hier jetzt auch im Klartext zeigen, weil bis ihr das Video seht, habe ich das Token dann auch wieder gelöscht. So, jetzt sind wir schon so weit, dass wir das erste Mal Terraform initialisieren können. Da wir ein neues Plugin verwenden, nämlich die Hetzner Cloud, müssen wir Terraform Init zu Beginn eingeben. Wenn wir uns jetzt nicht vertippt hätten, hätte das auch gleich funktioniert. Aber hier fehlt ein S. Und da lädt er uns jetzt eben das Plugin runter. Und wir können das jetzt verwenden. Der nächste Befehl wäre dann, wie uns hier auch schon genannt wird, Terraform Plan, um zu sagen, was plant er denn für uns anzulegen. Da wir noch nichts definiert haben, wird natürlich hier nichts geplant. Wir fangen jetzt mal mit einer einfachen Ressource an, nämlich meinem SSH-Schlüssel, den wir der Hetzner Cloud anlegen möchten, damit wir den später als Zugangsberechtigung zu angelegten Server auch verwenden können. Da geben wir jetzt dann eben Attribute an für die Ressource hCloud SSH-Key. Und da haben wir es nicht vertippt, er soll nicht TED heißen, sondern TD. Und jetzt geben wir dem dann die Felder an, die der eben benötigt. Und in dem Fall braucht der den Public SSH-Key natürlich. Den könnte ich jetzt als String hinschreiben, aber ich kann auch die Funktion File benutzen, um den eben hier aus dieser Datei einzulesen. Wie gerade gesehen, kann man mit Ressource dann Ressourcen angeben, die entsprechende Namen haben anhand des Provider-Plugins. Wir möchten jetzt zum Beispiel auch das hCloud Network Ressource benutzen und der soll den Namen lokal bekommen. Also wir brauchen natürlich ein Netzwerk, um unsere Cluster-Anwendung dann zu haben. Der kriegt einen Namen und ein IP-Range, wo wir jetzt eben mal aus dem 10er-Netz einen 16er-Adressraum bereitstellen. Weiter gibt es dann noch gleich definiert ein Subnetz. Das würde ich jetzt einfach mal kurz reinkopieren. Das nennen wir dann das Local 12-Netz. 12, weil die Subnetz die dritte Position hier dann eben eine 12 darstellt. So, jetzt haben wir Definitionen definiert, die wir jetzt zum ersten Mal dann auch mal ausführen können. Wie schon angesprochen, machen wir das mit Terraform Plan, der uns dann vorschlägt, was er tun möchte. Wenn wir damit zufrieden sind, was er uns hier vorschlägt, dass er eben die drei Ressourcen anlegt, können wir Terraform Apply anlegen, eingeben und das mit Yes bestätigen. Yes, weil hier ab jetzt könnte es Geld kosten, deswegen müssen wir das auf jeden Fall nochmal bestätigen, was wir hier tun. Und die Ressourcen werden uns angelegt. Da das jetzt nur Netzwerke und IP und der SSH-Key war, ging das auch in Windeseile. Jetzt möchten wir mal den ersten virtuellen Server anlegen. Also benutzen wir die Ressource hCloud Server und geben dem Namen mal VM. Jetzt müssen wir ein paar Pflichtattribute angeben, unter anderem wie der Server heißen soll, der Servertyp, also die Größe. Das hängt jetzt hier von Hetzner und der API ab. Das soll ein CPX 31 werden. Der hat, glaube ich, 4 Cores und genügend Arbeitsspeicher für unseren Fall.
Der soll mit als Basisbetriebssystem Ubuntu 20.04 bekommen. Er soll in Falkenstein im Rechenzentrum 1 positioniert werden. Wir geben jetzt das Netzwerk an. Hier sehen wir jetzt zum ersten Mal, wie wir auf zuvor definierte Ressourcen zugreifen. Und da haben wir eben, soll er von der Ressource hCloud Network das Netzwerk Local nehmen und davon die ID. Das wird eben unser Netzwerk. Und als IP möchten wir die 10.11.12.254 bekommen. Jetzt fehlt noch eine Angabe, nämlich die Angabe des SSH-Schlüssels, der eben der Hetzner für uns direkt hinterlegen soll, dass wir ohne Passwort gleich sicher drauf zugreifen können. Deswegen nehmen wir von der Ressource hCloud SSH-Key den von TD, von mir und davon die ID und ordnen dem Server hier zu. Führen wir nochmal aus und wir bekommen vorgeschlagen, dass er uns einen Server anlegen möchte. Da tippen wir auf Yes. Und wenn wir jetzt schnell sind, dann sehen wir, dass gerade hier im Webfrontend von Hetzner der erstellt wird. Wir haben es kurz gesehen, er war vorher nicht da und er wurde erstellt und jetzt haben wir ihn zur Verfügung. Wir können jetzt gleich mal noch die Gegenprobe machen. Wir möchten die Server nämlich gleich nochmal anders definieren über ein Modul. Da wir jetzt diesen Server hier eigentlich fünfmal genau das gleiche wollen, macht es Sinn, den als Modul zu abstrahieren, also als eine Art Funktion, die dann definierte Parameter übergeben bekommt und auch bestimmte Rückgaben uns zurückgeben kann. Deswegen löschen wir den mal raus hier, machen nochmal Terraform Apply. Jetzt wird uns vorgeschlagen, Achtung, wir zerstören hier jetzt einen Server. Das heißt, es ist wichtig, hier können jetzt auch Daten verloren gehen, deswegen auch wieder mit Yes bestätigen. Und wenn wir wieder in das Frontend der Hetzner Cloud schauen, sehen wir, dass der Server jetzt wieder verschwunden ist. Genau, wie angesprochen, möchten wir das gerne als Modul definieren. Das habe ich jetzt im Hintergrund schon vorbereitet und würde jetzt das Aufruf der Module hier entsprechend reinkopieren. Na, hier. Genau, also ein Aufruf von einem Modul muss dann natürlich immer wissen, wo er das Modul findet. In dem Fall liegt es bei uns mit im Git ein Ordner höher, wie gesagt, schon vorbereitet. Wir geben den Servernamen natürlich mit rein, weil der unterschiedlich ist. Wir geben die Netzwerk und das Subnetzwerk mit. Das muss nämlich das Modul kennen. Das definieren wir allerdings gerade hier bei uns. Deswegen müssen wir das eben übergeben. Die private IP-Adresse und die SSH-Keys werden auch entsprechend gesetzt. Und wir haben jetzt einmal einen Gateway-Server angelegt und dann fünf Cluster-Member, die wir alle mit verschiedenen Städtennamen benannt haben. Wie gesagt, kann man jetzt jede Ressource gibt Rückgabewerte zurück und Module können auch Rückgabewerte zurückgeben. Und wir haben definiert, dass unser Modul dass die Gateway-IP zurückgibt, die wir wiederum als Gesamtrückgabe von unserem Terraform-Prozess jetzt definieren möchten. Deswegen sagen wir, unser Terraform-Prozess soll das Output Gateway IP4 haben. Und welcher Wert soll dazugeordnet werden? Der soll vom Modul primprot gateway 1 die zurückgegebene IPv4-Adresse benutzen. Und relativ ähnlich möchten wir das noch für die IPv6-Adresse definieren. Und da soll logischerweise die IPv6 genommen werden. Da wir jetzt Module hinzugefügt haben, müssen wir nochmal Terraform init eingeben, dass er eben die Module initiiert. Das ist deswegen auch wichtig, weil die Source könnte theoretisch auch aus einem anderen Repo oder aus einem Git kommen. Deswegen kann man das nicht einfach. Deswegen wird eben dieser init-Befehl benötigt. Und jetzt können wir nochmal Terraform apply machen. Er wird uns vorschlagen, dass er fünf Server gern für uns anlegt. Bestätigen wir nochmal mit Yes. Hier wird auch aufgelistet, dass eben die IPv4 und die IPv6 zurückgegeben werden soll. Also Hetzner weist den öffentlichen IP-Adressen zu und die kriegen wir jetzt für den Gateway-Server hier auch zurückgeliefert.
Damit wir die jetzt gleich verwenden können, würden wir die IP-Adressen, die beiden hier einem DNS-Server kurz übermitteln, dass der die auf einen Alias für uns einträgt. Das machen wir mal mit diesem Befehl. Mal kurz das Passwort vom DNS-Server eintippen. Und Sie sehen, dass wir jetzt dem DNS-Server unter prim.tedwin.de diese beiden IP-Adressen von dem neu erstellten Server zugewiesen haben. Ja, das heißt, die Infrastruktur steht jetzt bereit und die möchten wir jetzt allerdings noch entsprechend konfigurieren. Dafür verwenden wir hier jetzt werden wir Ansible verwenden. Das heißt, wir möchten jetzt diesen Teil hier rechts von unserem anfänglichen Bild, diese manuelle Konfigurationsarbeit per SSH auch loswerden. Das heißt, die Frage, wie machen wir das? Das möchten wir auch mit ins Git haben und in unserem Fall mit Ansible. Oder wie angesprochen, natürlich auch andere Ansätze wie Puppet Chef oder Nixos sind hier genauso möglich. Wie funktioniert Ansible? Ansible kriegt ähnlich wie Terraform auch eine Handvoll Konfigurationsdateien, wo wir unsere Konfiguration eben bei Ansible in YAML definiert aufschreiben. Ansible interpretiert die dann, verbindet sich dann selber mit SSH zu den Servern und sorgt dafür, dass diese Konfiguration, wie wir sie wünschen, dort eben dann eingerichtet wird. Ja, möchten wir uns auch wieder bei unserem Projekt anschauen, wie wir das machen. Dazu müssen wir Ansible erstmal mitteilen, sogenanntes Inventory definieren. Ein Inventory gibt quasi an, welche Server zu der Umgebung gehören. Das macht man hier in dieser Host-Datei. Da kann man jetzt verschiedene Gruppen definieren. Wir fangen mal an mit einer Gruppe All, die hat dann in unserem Fall keine Hosts direkt, dafür Children, das wiederum andere Gruppen sind. Und wir machen in unserem Fall zwei Gruppen, nämlich Gateway, die Gruppe Gateway und die Gruppe Cluster Member, die wiederum jeweils Hosts bekommen. Und hier legen wir zum Beispiel den zuvor mit Terraform erstellten Host Tokyo benutzen wir hier. Wir können jetzt mit der Variable Ansible Host angeben, wie er den denn erreicht, unter welcher Adresse. Das wäre in unserem Fall prim.tedwin.de. Hoppla. Und dann kann man noch verschiedene Variablen pro Host definieren. In unserem Fall würden wir die lokale IP-Adresse definieren. Man kann dann für die ganze Gruppe noch Variable angeben. Da das hier alles, wir jetzt nur einen haben, macht das hier keinen Unterschied. Aber der soll vom Node-Typ Main sein. Da würden wir dann später eben entsprechend unterscheiden, wer das Main Release bekommt, dann wer das Worker Release bekommt. Hier sieht das entsprechend ähnlich aus. Das würde ich jetzt mal kurz reinkopieren. So, Einrückung hat fast funktioniert. Der noch vorschieben. Ja, was man jetzt hier noch beachten muss, der Ansible Host, wie erreicht er den, ist jetzt hier die lokale IP-Adresse eingetragen, weil wir die anderen nicht per DNS zugewiesen haben. Damit der natürlich trotzdem erreichbar wird, kann der den erreichen über den Tokyo, also über den Host, wo wir den DNS gemacht haben. Deswegen können wir jetzt hier diesen SSH Common Args dazugeben. Und benutzen dafür die Bastionen-Option minus J, die einfach sagt, er soll, um die zu erreichen, soll er über den prim.tedwin.de drüber hüpfen. Eine Variable noch, die alle Hosts bekommen müssen, das heißt, YAML-like wird die Einrückung hier jetzt sehr relevant. Gehen wir entsprechend zurück und sagen, dass der SSH-Benutzer, den Ansible für alle Hosts verwenden soll, der Root-Benutzer wird.
Ja, wenn wir jetzt diese Ansible Host Definition erstellt haben, können wir das erste Playbook schreiben. Dazu haben wir auch mal die leere Datei prim.yaml vorbereitet. Hier können wir jetzt angeben, was denn passieren soll, für welche Hosts und so weiter. Das fängt immer an mit einem Namen, wenn wir hier mal Setup Gateway nennen. Jetzt für welche Hosts soll die gelten? Da kann man jetzt einzelne Hosts aufzählen oder eben eine Gruppe. Wir würden hier die Gruppe Gateway benutzen. Und man kann jetzt hier eben vordefinierte Rollen benutzen oder auch eben Tasks. Wir machen mal Task und sagen, wir möchten mal die Paketverzeichnisliste aktualisieren. Deswegen benutzen wir die eingebaute Rolle Aptitude und sagen, es soll den Cache aktualisieren. Wozu machen wir das? Um im Folgenden Folgendes tun zu können. Zum Beispiel möchten wir hier Nginx und Certbot installieren. Wieder vordefinierte Rolle namens, die ist eingebaut von Ansible Build in Package. Und der kriegt einfach eine Liste von Paketen, die er dann für uns installieren soll. Wir möchten Certbot installieren und wir brauchen noch das Let's Encrypt Certbot Plugin für Nginx. Und State soll present sein. Also wir geben an, er soll die Pakete installieren. Wir könnten hier auch Remove oder was Ähnliches schreiben, um die Pakete zu entfernen. Ja, wenn wir jetzt mal mit dieser Rolle starten, dann geben wir jetzt eben hier Ansible Playbook als Befehl ein, sagen, welches Inventory er benutzen soll. Das ist das Inventory, das wir unter Prod abgelegt haben. Also hier wäre jetzt die Host-Datei zur Verfügung, die wir gerade definiert haben. Und weiter möchten wir noch, welches Playbook soll er ausführen? Das ist das Playbook, das wir gerade geschrieben haben. Und wir sagen noch minus V, damit er eben gesprächig wird. So, jetzt verbindet sich Ansible mit dem Host Tokyo und führt hier get update aus, um dann im Folgenden die Pakete zu installieren. Können hier oben mal noch ein bisschen weiterschreiben. Als nächstes möchten wir für den installierten Nginx, dass wir eben eine Seite hinzugefügt bekommen, also eine Webseite. Das soll er anhand einem Template machen, das ich schon vorbereitet habe. Das heißt, so eine Template-Datei kann wiederum Variablen beinhalten, die Ansible dann durch entsprechende Variablen auch ersetzen kann. In dem Fall würde er nämlich den Node-Type dieses da entsprechend einsetzen. Und ich glaube, wir haben auch die Variable des Hosts dort definiert. Und wir sehen das jetzt hier, dass wir jetzt hier eben die Variable PrimeHostName, die wir im Hintergrund schon definiert haben in der Variablen-Datei, dass er die hier eben entsprechend einsetzen soll. Hier kann ich jetzt natürlich dann pro Inventory einfach eine andere Variable benutzen und kann trotzdem immer das gleiche Playbook verwenden. Wir sollen dadurch, dass wir jetzt hier eine Seite hinzugefügt haben, müssen wir theoretisch den Nginx neu laden. Deswegen machen wir hier den sogenannten Notify auf Reload Nginx. Und den Rest würde ich jetzt reinkopieren, unter anderem auch den gerade angesprochenen Handler. Damit kann man eben eine Sache, die von verschiedenen Prozessen, von verschiedenen Tasks aufgerufen werden muss, eben dann nur einmal machen. Und auch nur, wenn sich was ändert, sehen wir hier, wir müssen jetzt die gerade angegebene Seite auch noch aktivieren. Das machen wir hier mit einer Verlinkung einfach in den Sites Enabled Ordner. Und der muss wiederum auch den Nginx neu starten und diesen Handler hier haben wir uns hier unten definiert, der einfach den Nginx neu lädt. So, weiter sehen wir hier noch einen Befehl, der uns ein Let's Encrypt Zertifikat anlegt und wir möchten auch noch
die anderen Hosts definieren, dass die eben vorbereitet sind, unser Release zu verwenden. Das habe ich auch entsprechend vorbereitet. Würde ich jetzt aufgrund der Zeit auch nicht näher drauf eingehen, sondern einfach hier reinkopieren. So, das führen wir jetzt aus und der Schritt wird jetzt ein Ticken länger brauchen, weil er sich jetzt eben auf 5 Server verbindet und die verschiedenen Tasks entsprechend einrichtet. Er beginnt wiederum mit dem Gateway, da gibt es jetzt eigentlich nichts mehr zu tun, weil den haben wir gerade schon, ne, wir haben ihn noch nicht vollständig laufen lassen. Der zweite Teil kommt eben jetzt gerade. Man sieht, wir haben ihn vorhin auf gesprächig gestellt mit der Option minus V, deswegen sehen wir jetzt hier etwas mehr. Jetzt beginnt der zweite Schritt, da legen wir erstmal eine Host-Datei entsprechend an, damit die Server sich untereinander alle unter ihrem DNS-Namen auch kennen, ohne dass wir die in den echten DNS eintragen müssen. Es werden Benutzer angelegt, wo wir später das Release laufen lassen werden, um dann entsprechend das Release auch hinspielen zu können und nicht unter dem Root-Benutzer aktivieren zu müssen. So kommen wir jetzt schon zum letzten Teil. Wir haben jetzt eben alles, was wir an Infrastruktur haben und wie wir sie konfigurieren möchten, eben in das Git aufgenommen. Und es fehlt allerdings noch der Schritt, wie jetzt die Software auf die Server hier drauf kommen. Dazu schauen wir uns jetzt eben noch kurz Continuous Deployment an, wird vielen von Ihnen auch schon oder von euch ein Begriff sein. Wie kriegen wir also die Infrastruktur hier rüber? Nicht mehr von Hand, sondern eben mit fest definierten Schritten, die wiederum auch bei uns im Git abgelegt werden. Das heißt, wie funktioniert Continuous Deployment? Ein sogenannter Runner benutzt eben wiederum eine Konfigurationsdatei, wo steht, wie er die Software bauen muss oder wo er sie herbekommt. Und er macht es dann für uns und legt die dann eben auf der Cloud-Infrastruktur entsprechend ab. So, das würden wir jetzt auch noch mal kurz demonstrieren, wie das funktioniert. Wir schauen uns mal gleich den Continuous Deployment Task an. Man gibt hier wiederum auch im YAML-Style entsprechend an, was eben zu tun wäre. Man definiert zu oben natürlich den Namen und dann, wann das passieren soll. Hier hätte man bei dem Teststop zum Beispiel bei jedem Push oder bei jedem Pull-Request soll das durchlaufen lassen. Bei uns soll Workflow-Dispatch gelten. Das ist quasi die Option, dass wir es manuell triggern können. Und dann definieren wir Jobs. Da haben wir jetzt zwei Jobs definiert. Den Release-Job, der das Ganze für uns entsprechend baut. Das heißt, wir sehen hier irgendwo mal, dass die Abhängigkeiten installiert werden, Mix, Deps, Get. Und hier unten werden dann die beiden Releases gebaut, einmal das Main, einmal das Worker-Release. Hier definieren wir dann, dass die Artefakte, die hier dabei rauskommen, nämlich die Archive, dass die hochgeladen werden. Das heißt, dass wir die auch selber über GitHub herunterladen können. Und auch deswegen, damit der nächste Job die verwenden kann, weil ein Job kann auf dem einen Runner laufen und der andere auf dem anderen. Deswegen wird damit eben die Dateien sich gegenseitig zugeschoben. Und was macht dieser Job hier? Der soll das Deployment machen, das wir wiederum auch als Ansible-Rolle definiert haben. Das heißt, der hier ruft unsere Ansible-Rolle, unser Ansible-Playbook Deploy auf und gibt dem nur noch die Versionsnummer mit, die er deployen soll, damit er eben das richtige Archiv hier findet. So, das Ganze führen wir jetzt mal einfach aus und gucken dabei zu, was passiert. Das heißt, wir gehen jetzt hier auf die Actions und dann auf das CD und können jetzt hier eben sagen, er soll den Master Branch bereitstellen. Beziehungsweise auf dem Master Branch das entsprechend laufen lassen. Das wird jetzt dann hier gemacht. Jetzt werden die Jobs natürlich nacheinander gestartet, weil der Deploy-Job wiederum haben wir noch angegeben, dass der auf dem Release-Job abhängt. Deswegen werden die jetzt hier so dargestellt und nicht untereinander.
Der Release-Job fängt jetzt an und baut jetzt eben das Release, geht also jede Schritte nach und nach durch. So, wir sehen, der ist jetzt schon fertig. Das heißt, er lädt jetzt die Archive, die er gebaut hat, sieht man hier eben hoch. Das heißt, wir können die dann später hier auch runterladen. Das heißt, der Job wird jetzt beendet werden. Wenn wir dann, jawohl, wenn, also hat 1 Minute 20 gebaut, um gebraucht, um das Release zu bauen. Jetzt kommt der Deploy-Job, der wiederum als ersten Task die Artefakte herunterlädt. Ist, bis wir das erzählt haben, auch schon erledigt. Und dann die entsprechenden Ansible-Job ausführt. Das, was wir jetzt gerade vorhin auf der Konsole verfolgt haben, können wir jetzt hier ebenso mitverfolgen. Man sieht, dass jetzt das eben hier auf die Server kopiert wird. Warten wir noch einen kleinen Moment, dann sollte der auch schon fertig sein. Wir können so lange mal die Webseite aufrufen. Da sehen wir, der Nginx antwortet inzwischen, allerdings natürlich Bad Gateway, weil das Release noch nicht vollständig bereitgestellt war. Das wird jetzt allerdings in Kürze passieren. Genau, der Job ist jetzt auch fertig, auch ohne Fehler durchgelaufen. Und in der Hoffnung, es geht schnell, sehen wir jetzt, dass unser Release hier schon läuft. Auch noch mit dem Strich, weil sich wahrscheinlich die Worker noch nicht verbunden haben. Das wird jetzt in hoffentlich auch gleich passieren. Genau, und jetzt wird hier entsprechend losgerechnet. Ja, das war's schon mit der Demo. Wir können das jetzt hier noch ein bisschen verfolgen und würde ich noch am Schluss auf die noch zusammenfassen und eine kurze Übersicht geben. Also was haben wir jetzt für Vorteile gesehen von Infrastructure as Code im Vergleich zum händischen Prozess? Also wir haben natürlich die deutlich schnellere Ausführung der ganzen Sachen. Also hätten wir die Server vorhin von Hand im Web-Frontend uns definiert, dann hätten wir da viel länger gebraucht. Allerdings muss man natürlich sehen, wir müssen natürlich auch die Definition schreiben. Aber dann, wenn wir die einmal haben, dann wird eben sofort die Reproduzierbarkeit und die Skalierbarkeit gegeben sein. Also wir können das dann nicht nur für eine Umgebung machen, sondern auch von mehreren, je nachdem, wie wir es gern möchten. Noch angesprochen, die Reproduzierbarkeit des Ganzen, das ist knallhart festgelegt, was passieren soll. Und so wird es dann auch passieren, wenn wir es so aufrufen. Und da haben wir eben keine Abweichung und keine Fehlerquellen, als wie wenn das von Hand und von Person Mensch dann durchgeführt werden muss. Weiter sind die Infrastrukturen-Definitionen natürlich in Git, das haben wir vorhin schon kurz erwähnt. Das heißt, da, wo auch der Quellcode steht von unserer Software, steht auch die Definition des Betriebs. Ja, wichtigster Vorteil in meinen Augen, dass wir damit sofort auch die Dokumentation der Infrastruktur und der Konfiguration der Server erledigt haben. Das ist zwar nichts, kein schönes PDF-Dokument, das wir da haben, aber man sieht die Definition, wie wir vorhin gesehen haben. Da steht alles drin, was wir brauchen. Da gibt es eben die Servergrößen, das Betriebssystem, das Basisbetriebssystem, in welchem Rechenzentrum die stehen, auch wenn man denkt, dass man später Ausfallsicherheit haben möchte und man möchte die Server dort in Falkenstein haben, die anderen in Nürnberg oder in Helsinki oder wo auch immer. Dadurch haben wir das alles auch direkt definiert, wo was stehen soll, ohne das extra dokumentieren zu müssen. Ja, letzter Punkt, der DevOps-Gedanke gerade schon angesprochen. Die Entwickler müssen Sorge tragen, was sie eben tun und was für Server sie für die Software brauchen. Und dadurch ist eben die klare Trennung von Dev und Ops eben aufgehoben und es rückt alles, oder zumindest der DevOps-Bereich rückt näher zum Dev-Bereich und der reine Betrieb und Support wird dann eben später entsprechend sichergestellt. Ja, wie bei allem gibt es aber auch ein paar Nachteile. Also natürlich die Erarbeitung von dem Ganzen am Anfang aufwendiger. Also wenn man natürlich die Infrastruktur im Web-Frontend zusammenklickt, geht es natürlich schneller.
als sich die Definition zu googeln und sich auch mit dem Tooling zurechtzumachen. Allerdings ist der Aufwand sehr schnell eingeholt, indem man eben dann einfach das stabiler hat. Und je öfter man es macht, umso schneller hat man es auch definiert. Wir haben jetzt auch hier in unserem Vortrag gesehen, wir haben das in knapp 20 Minuten eigentlich klar mit bisschen Vorarbeit natürlich, aber wir haben die wesentlichen Schritte schon selber in kurzer Zeit hingeschrieben. Ein Punkt natürlich noch, dass der Code, also die Konfiguration, die Wartung davon natürlich aufwendiger ist als wie die Infrastruktur über Web-Frontend zum Beispiel zu warten. Also gerade bei Ansible ändern sich dann mal solche Rollen, die man von anderen auch verwendet. Wir haben gesehen, wir haben zum Beispiel Nginx, haben wir das gerade alles selber definiert, was wir da haben. Normalerweise würde man eine Rolle verwenden, die man entsprechend benutzt. Und wenn natürlich die dann gewartet wird oder ein Update oder nicht mehr gewartet wird oder ein Update bekommt, muss ich das natürlich entsprechend bei mir auch gegebenenfalls in einem halben Jahr irgendwie nachziehen oder glattziehen. Das hat man natürlich nicht, wenn man eben das immer von Hand macht. Allerdings ist der Aufwand auch schnell wieder drin, weil sobald ich es einmal gewartet habe, die Rolle und die wieder für alle Server funktioniert, bin ich sofort wieder fertig und der Rest übernimmt Ansible für uns. Ja, vielen Dank, das war's soweit. Ich hoffe, ihr habt einiges mitbekommen und euch hat's gefallen. Freue mich gerne auch über Kritik zum Vortrag, egal in welcher Art. Und stehe jetzt gerne auch noch für Fragen bereit. Wenn denn welche da sein sollten, dann gerne jetzt. Vielen Dank.